Einen letzten Satz oder einen letzten Punkt möchte ich gerne noch ansprechen, weil mir das am Herzen liegt. Und das ist der Nahe Osten, das ist der Krieg in Israel, der Krieg im Gazastreifen. Eine Bodenoffensive auf Rafah rückt immer näher. Und hier muss man sagen, das wäre ein erneutes Kriegsverbrechen, denn es würde noch einmal in unglaublicher Größenordnung Zivilisten, Frauen und Kinder das Leben kosten. Wir als BSW sagen ganz klar, das hat mit einer legitimen Selbstverteidigung Israels nichts mehr zu tun. Und es ist wirklich unerträglich, dass Deutschland nach wie vor hier auch Waffen liefert in diesen Krieg. Und insoweit muss das endlich ein Ende haben. Wir haben auch zwischendurch gesehen, alle hatten große Sorge und die ist ja auch nicht gebannt, die Gefahr, dass der Krieg sich insgesamt ausweitet, auch mit dem Konflikt mit dem Iran. Und insoweit auch für diesen Krieg gilt, es muss endlich verhandelt werden. Es müssen die Interessen aller Seiten berücksichtigt werden, auch die Interessen der Palästinenser, die furchtbar leiden, die in den letzten Monaten wirklich in Größenordnungen Zivilisten getötet wurden, wie es unerträglich ist. Und wir sagen auch, dass dieser Krieg, er muss endlich enden. Und es darf keine weiteren Waffenlieferungen in diesen Krieg geben, weil dadurch sind wir mitschuldig und mitverantwortlich an Kriegsverbrechen. Auch das ist etwas, was wir nicht hinnehmen möchten. Und das möchte ich an der Stelle noch ergänzen, keine weiteren Geldzahlungen an die israelische Regierung. Also der israelische Staatshaushalt, der finanziert sich zu einem relevanten Teil aus westlichen Subsidien. Deutschland sagen, kein Geld, keine Waffen. Genauso wie in der Ukraine. Da ist die Haltung des BSW ja auch kein Geld, keine Waffen. Zumindest solange dieser Krieg läuft. Also keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete ist ja sowieso die Forderung. Und eine Regierung, die diesen Krieg immer weiterführt, auch entgegen deutscher Interessen. Also wenn aus der Ukraine jetzt noch ein paar hunderttausend oder Millionen Menschen fliehen, ist das nicht in deutschem Interesse. Also jetzt mal wirklich gar nicht mal auf der moralischen Ebene. Wenn aus Palästina jetzt 2 Millionen Menschen aus Gaza nach Europa fliehen, also die werden nicht alle nach Europa fliehen, sagen wir, da fliehen ein paar hunderttausend nach Europa, dann ist das nicht in deutschem Interesse. Also man muss ja gar nicht mal auf der moralischen Ebene argumentieren. Man kann ja einfach fragen, ist es in deutschem Interesse, dass Israel da so viele Zivilisten umbringt beziehungsweise in die Flucht treiben will? Und nein, das ist nicht in deutschem Interesse. Ganz und gar nicht. In deutschem Interesse wäre eine Deeskalation. Entsprechend sollten wir die israelische Regierung auch nicht mit zusätzlichen Geldmitteln unterstützen und erst recht keine Waffen liefern. Das nochmal zum Abschluss. War ein gutes Pressestatement von Sarah Wagenknecht, hat wirklich in einer Viertelstunde alle wichtigen Themen der Woche angesprochen. Also wirklich stark, wirklich, wirklich gut. Ja, nochmal, also nach diesem traurigen Thema Nahost ist das jetzt immer ein bisschen blöd, da zu was Belangloserem zu springen, aber in der PR-Arbeit. Das BSW könnte dieses Ganze, also diese ganzen einzelnen Punkte jetzt, also Nahost, Ukraine, Steuerpolitik, Rente, die in diesem Pressestatement vorkam, einzeln klippen und dann beispielsweise in Form von Shorts hochladen. Also nur mal so als Idee oder Leute, die das BSW unterstützen wollen. Also die könnten das auch machen. Also es braucht mehr linke Shorts-Kanäle. Wie gesagt, Sarah Wagenknecht hat hier in kürzester Zeit sehr viele relevante Sachen gesagt. Also die könnte man alle in Shorts packen und dann hier auf YouTube, auf TikTok und auf Instagram hochladen. Also wenn man jetzt mal PR-mäßig zum Schluss noch so ein kleiner Tipp. Wie gesagt, passt jetzt nicht so richtig nach diesem harten Thema Nahost, das hier zuletzt kam, aber das jetzt nochmal zum Schluss die Anmerkung, hätte ich vielleicht am Beginn machen sollen.